Liebe Bürgerinnen und Bürger, für diese Stadt ist dieses und auch das nächste Jahr ein besonderes Jahr, welches ich gerne mit Ihnen als Stadtverordnetenvorsteher dieser Stadt feiern möchte. Neben der Eingliederung von Wesermünde in das Land Bremen stehen auch der Name der Stadt und das Stadtwappen und im späteren Verlauf des Jahres und auch Beginn des nächsten Jahres die Wahl der Stadtverordnetenversammlung und das Inkrafttreten der ersten Stadtverfassung im Raume, die sich in diesem und Anfang nächsten Jahres zum 75. Mal jähren werden. Daher freue ich mich heute kurz gemeinsam mit Herrn Dr. Manfred Ernst, der sich schon viele Jahre mit der Geschichte der Stadt Bremerhaven auseinandergesetzt hat, ihr Augenmerk auf den 7.2.1947 zu lenken. Auf die weiteren historischen Termine dürfen Sie hier gerne gespannt sein. Am 21. Januar 1947 schuf der damalige General McNerney mit der Proklamation Nummer 3 das Land Bremen mit der Stadt Bremen, dem Landgebiet Bremen und dem Stadtkreis Wesermünde einschließlich Bremerhaven. Diese Entscheidung war es dem damaligen Oberbürgermeister van Heuklum und dem Bürgermeister zu Bremen, Herrn Kaisen, wert, an diesem heutigen Tag vor nunmehr 75 Jahren dieses festlich zu würdigen. Doch der Weg hierzu war kein einfacher. Denn es gab auch Befürworter für eine Anbindung des Stadtgebietes Wesermünde an Niedersachsen und darüber hinaus auch das bremische Bremerhaven mit seinen Häfen. Mit der schon erwähnten Proklamation Nummer 3 am 21. Januar 1947 wurde diese Frage gelöst. Hierzu möchte ich gerne Herrn Dr. Ernst die Gelegenheit geben, uns in Kürze einen historischen Einblick in die damaligen Verhandlungen zu geben. Bis zur Proklamation Nummer 3 des amerikanischen Generals war es ein etwas holpriger Weg, den die Engländer als Besatzungsmacht für Norddeutschland und die Amerikaner als zuständige Macht für die Enklave zwischen Bremerhaven und Bremen zu gehen hatten. Die Enklave war notwendig, damit die Amerikaner über die Überseehäfen in Bremerhaven ihren Nachschub nach Süddeutschland regeln konnten. Das ergab dann eine doppelte Zuständigkeit, einerseits der amerikanischen Militärbehörden, andererseits der britischen Militärbehörden. Die Bremerhavener hatten die Besorgnis, dass die Häfen von der Stadt getrennt würden. Und deswegen war sozusagen der Schlachtruf der Bremerhavener: Häfen und Stadt müssen eins sein. Und schließlich kamen die Amerikaner auf die wunderbare Idee, genau am 13. Dezember 1946 eine Konferenz in Bremerhaven einzuberufen, an der die Amerikaner, die Engländer und die Bremerhavener Politiker teilnahmen. Und auf dieser Konferenz wurde der Knoten durchgeschlagen. Nach dieser Konferenz dauerte das gar nicht lange, bis dann am 21. Januar 1947 der amerikanische General McNerney seine Proklamation Nummer 3 verkünden konnte. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, dieses Datum war einer der Auftakte für die historischen Daten der Jahre 1947 und 1948, die in diesem und im nächsten Jahr gefeiert werden. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Herrn Dr. Ernst und auch bei Herrn Dr. Kehler, in dessen historischen Museum wir uns hier gerade befinden und in dem Sie die Geschichte Bremerhavens noch deutlicher erleben und erfühlen können. Und freue mich auf das nächste historische Datum am 10.3. diesen Jahres. Dankeschön.